Das Versammlungsgesetz in NRW ist dem Hessischen sehr ähnlich. Es ist an manchen Stellen ein bisschen konkreter. So ist das Demonstrieren an Grubenrändern verboten. Die Polizei vor Ort darf entscheiden, ob eine Gruppierung, die gleich angezogen ist, gewaltbereit ist, diese dann komplett von der Demonstration ausschließen. Jede Demonstration kann auf Fotos und Film aufgenommen werden, kann ausgewertet werden von der Polizei. Die Namen und Daten der OrdnerInnen müssen an die Polizei gemeldet werden. Die kann diese ablehnen, also eben sehr ähnlich wie hier. Insgesamt wird eben der Entscheidungsbereich der Polizei vor Ort massiv ausgeweitet und ihr die Möglichkeit gegeben, selbst Recht zu schaffen und zu setzen. Das neue Versammlungsfreiheitsgesetz sind ca. 50 Seiten voll mit Repressionen. Es ist dem Versammlungsgesetz in NRW sehr gleich. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie ein Lützerath Protest war und an der Großdemonstration massiv Polizeigewalt stattgefunden hat und das alles auf Entscheidungen der Polizei basierte, die spontan und im Stress entstehen und dann leider dazu führen, dass Protest sehr gewaltsam niedergeknüppelt wird. Und dagegen sind wir heute auf die Straße gegangen, das darf in Hessen nicht kommen. Und das unter einer schwarz-grünen Landesregierung, die in der Vergangenheit stark gezeigt hat, dass sie nicht möchte, dass kritische Stimmen auf der Straße existieren. Gerade hier jetzt in Hessen, da heißt es ja Versammlungsfreiheitsgesetz, was eine absolute Frechheit ist, weil dieses Versammlungsgesetz nicht ansatzweise dafür da ist, die Versammlungsfreiheit zu garantieren, sondern ganz im Gegenteil Demonstrationen kriminalisiert und dafür sorgt, dass es ein erheblicher Aufwand ist, sehr viel rechtliches Know-how braucht und auch einfach gefährlich für die TeilnehmerInnen und für die OrganisatorInnen sein kann, so eine Demonstration zu machen. Und damit wird eben die Beteiligung an demokratischen Meinungsbildungsprozessen grundsätzlich verhindert. Die Straße soll hier nicht mehr gehört werden, es soll nicht mehr sichtbar werden, dass die Zivilgesellschaft denkt und möchte, sondern eben von vornherein Protest kriminalisiert werden. Das Gesetz wird vom 21. bis 23. März nochmal gelesen im Innenausschuss. Dort kann es dazu kommen, dass es abgestimmt wird und dann in Kraft tritt. Es ist auf 7 Jahre gedeckelt, so steht es zumindest im Gesetz. Und dann soll 2030 nochmal geprüft werden, ob es so in Gänze funktioniert hat. Das darf nicht sein und dagegen werden wir heute und auch in der Zukunft noch weiter auf die Straße gehen. Wir demonstrieren!